Moin Leute, wir zocken weiter Factorio und wie ihr seht, hat sich hier ein bisschen was getan. Und zwar habe ich jetzt einfach mal abgewartet, bis hier so gut wie alle Sachen hier gebaut sind. Jetzt warten wir noch mal, bis wirklich alle Sachen gebaut sind. Hier drüben wurde natürlich auch dabei noch ein bisschen weiter gebaut nebenbei. Also ich habe jetzt offscreen hier einfach nur noch gewartet. Hier unten wurde natürlich auch weiter gebaut. Ja. Da wird einfach abgewartet, bis sich hier das ganze Zeug halt eben aufbaut. Okay, gut, aber jetzt wird nichts mehr Neues abgeholt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis keiner mehr hier hinfliegen will. Der hier will noch dahin. Platziert den letzten Akkumulator. Okay, gut, dann platziere ich jetzt hier den finalen Strommast. Sehe hier aufs Stromnetz und gucke, wie sich das Ganze hier erweitert und wie denn hier plötzlich unsere Erzeugung auf ihr Maximum-Limit gebracht wird. Oh. Müssen wir nur noch kurz warten, bis irgendein Bot da hingekommen ist und das aufgebaut hat. Dauert nicht mehr lang, wirklich. Es wird demnächst passieren. Jetzt, Sattler. Ist es passiert? Die Dampfmaschinen erreichen ihre komplette Spitze. Zack. Hier hört sich viel mehr Strom. Hier die Akkumulatoren erreichen hier die Topspitze. Und da haben sich dann auf. Wir haben 20,3 Gigajoule in unseren Akkumulatoren drin. Let's go. Und wo wir doch gleich schon mal da dabei sind, ich habe hier doch irgendwo, wo ist es denn nur? Hier, Waiters, da war ja auch was drin hier. Power Indicators. Haben wir hier ein Battery Display und da alle Items irgendwo hier hergestellt werden und vier Umspannwerke haben sie ja noch. Bauen wir hier nur ganz kurz ein Battery Display hin. Dass er einfach anzeigt, wie voll das Ganze ist. Wo mangelt es bitte an 5 Express-Förderbändern? Hier irgendwo? Ach so, dass es an programmierbaren Lautsprecher mangelt, das kann ich noch verstehen. Aber im Rest, I don't know. Ich fliege mal schnell rüber mit ausgeschaltetem Roboport. Bau mal schnell einen Lautsprecher. Ja, okay, gut, das ist bisher noch nichts zu sagen, weil hier noch nicht alles gebaut ist. Doch, hier ist schon alles gebaut, glaube ich. Ja, aber jetzt ja auch weg. Globale Wiedergabe, Alarmmeldung, Anzeigen, Low Energy, High Q. Klingt ganz ungefähr so.
wenn zu wenig Strom da ist. So. Großes Power Away hier mal aufgesehen, für mich hier mal ganz zurück auf 10 Minuten Lane. Alter, hier der Graf. Eskaliert komplett. Ja. Und Kupferkabel werden übrigens mittlerweile auch immer beliebter. Und hier sieht man jetzt Hurelchen. Hat er keinen Koks mehr. Also hat er noch Koks, weil er nicht los wird. Also stellen wir hier nochmal 5 Sekunden Inaktivität ein, dafür, wenn die Kisten voll sind. Ansonsten kommt hier nämlich kein Stahl und kein Stahl ist schlecht. So, und die hinten soll es eine Industrie hinter schnelle Greifarme. Das ist eine 3-Zutaten-Industrie. Gefilterter Eingang 3 soll hier dann her, so. So. Hier müssen 2 Input Pads her. Zack. Dementsprechend muss logischerweise auch noch auf die Seite hier irgendwo so eine und irgendwo noch so einer. Kommt hier noch mal ein Förderband Set oben drauf. Das ungefähr so aussieht. Wir sehen, wir haben natürlich keinen einzigen Bot mehr verfügbar und die kommen jetzt hier von überall, um da halt eben mitzuhelfen beim Aufbau. Hallo! Gut, muss jetzt ein bisschen leiser sein. So, wunderprächtig. Und wo, wenn ich fragen darf? Hier. Hier habe ich wohl versehentlich zu oft upgradet. Was ich hier für einen größeren Eisen-Throughput sorgen wollte. Naja, Eisen kommt jetzt genug, nicht? So, Förderbänder liegen da jetzt auch schon. Jetzt brauche ich ungefähr einen fairen 5 zu 10 Splitter. Habe ich jetzt keinen Bock, den von Hand zu setzen. Es gibt keinen 5 zu 10 Splitter. Dann gehe ich halt eben hier in World Quest Balance vor gelb. Machen hier mal einen 10 zu 10 Balancer.
Den muss ich aber in Rot machen. Ich habe schon das Gefühl, dass der so nicht ganz so gut funktioniert. Der funktioniert so safe nicht. Muss ich halt eben da das jetzt irgendwie gesplittet kriegen. Muss ich da mal hier mal ganz kurz was schnell aufbauen. Wofür ich noch mal ganz kurz ein paar normale Förderbänder brauche. Die zwar hier auch in Massen entnommen werden, aber zum Glück funktionierte diese Fabrik ziemlich gut. Also 5 zu 10 Balancer ist ziemlich leicht zu bauen, aber wird vielleicht ein bisschen chaotisch. 3, 4, 5 habe ich noch unterirdisch, ja, unterirdisch habe ich noch. Sagen wir mal, so soll es ungefähr sein. Hier. So rum. Müssen das Ganze noch ein bisschen durch nach unten bauen. So. Das wären 5 zu 10 Splitter. Und vor allem kein übler. Defend Outputs, der Defend Outputs. Sehr schön. Und wenn jetzt irgendwelche Overwhelming Peaks von Robotangas kommen, zusammen mit meinem steigenden Verbrauch, dann passiert nämlich überhaupt nichts mehr. Und das ist das Schöne. Kommen hier noch Module und zwar ein Ausgang. Thank you.
hierher. So, dass ich das jetzt mal hab. Kommt hier noch mal ein simpler Ausgang dazu. So. Ruhrchen. Muss man das Ganze wohl ein bisschen anders machen. Finally. Zack. Und fertig. Bisschen Chaos-Logistik hier in diesem Splitter-Balancer-Gedönsel, aber es geht. Und das ist ein ganz normaler. Reiß das Ganze lieber noch mal selber ab, weil ich hätte gerne mein Zeugs auch wieder. Und so geht es ganz sehr schnell. Ich habe ja die Fast Removed Health and Cheese Mods. So, und dann haben wir hier wieder diesen konstanten Stream von Robotern, die herkommen, die ganze Fabrik einfach aufbauen wollen für mich. Da bedanke ich mich für. Alt habe ich aus irgendeinem Grund an. Jetzt weiß jeder davon, dass er das tun würde. Und hier oben wird das nächste Teil jetzt noch gebaut. Ja, ja. Ha. Thank you.
kapiere es nicht, ich das Ganze so mache. Und zudem sollen die hier natürlich auch noch die ganzen schnellen Greifarme, die dann da mal hergestellt werden, alle machen können. Und dann brauche ich auch noch einen guten Filter und zudem noch eine Greifarm-Lane von einem 3-Zutaten-Teil. Warum haben wir denn 3-Zutaten-Teil hier drüben? Weil die wird aus irgendeinem Grund nicht in meine Blaupausen übertragen und dann korrekt abgespeichert, vermutlich weil ich zwischenzeitlich Mods aktualisiert habe. Aber gut, kann passieren. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal 6 Filterinsorter. Was brauche ich denn überhaupt für schnelle Greifarme? Elektronischer Schaltkreis, Greifarm und Schaltkreis. So kompliziertes Zeug. So. Ich würde sagen, damit endet auch die heutige... Nee, die endet auch gar nicht. Hurrchen. Ach ja, Discord muss ich ja noch zuschalten. Habe ich ganz vergessen. So, wir sind jetzt auch alle auf Discord. Sorry, ich hatte vergessen, euch noch zuzuschalten. Aber es soll ja vorkommen. Übrigens interessant ist, wie das Design hier immer anders aussieht. Jetzt kommt der Zug. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das geht, was ich denke, dass es geht. Ich habe das Gefühl, dass es geht, aber I'm not sure. Junge, ich kann einfach hier so einen Blankozug sagen. So, setz mal bitte hier einen Blankozug hin mit Holz drin. Junge, ihr kriegt da dafür natürlich noch mal ganz kurz einen Zug in eure Kisten hier. Gebt jetzt mal hier, das ist da dazu. Wow, wusste ich gar nicht. Der Bot nimmt sich jetzt hier den Zug, setzt ihn dahin und was wird dann hier für ein Zeichen aufgezeigt? Anschauungsplatz für Gegenstände 400 Holz. Stark, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, okay, gut, das macht Arbeiten mit Bots natürlich noch um einiges leichter, weil ich dann auch die Bots bitten kann, für mich sowas wie Treibstoff auszusetzen.
Wenn das so leicht geht, dann cool. Muss ich jetzt nur noch die Filter setzen. Elektronischer Schaltkreis, Greifarm und Stahlplatte. Habe ich Stil? Ja, habe ich. Auf 3 aufgeteilt macht es uns dann ja 16 mal 3, wenn ich es recht weiß, und 2 bleiben übrig. Das heißt, ich brauche 2 Blaupausen-Slots. Ach so, ja. Mache hier mir mal reservierte Slots hierfür, dass ich dafür immer Platz habe und für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Fuel. So dass ich mir die Plätze nie versehentlich mit was anderem beleg. Und 1 Stack Klippensprengstoff. Also. So. Früher dachte ich mir nur, das ist jetzt kompliziert. Aber jetzt, wo ich es alles habe, denke ich mir, ja, ist ja leicht. Ich muss ja nur einen Produktionsschritt. Ich sehe einfach mein Verständnis vom Spiel während dem Spiel ändert. Ich früher. Naja, Greifarme sind kompliziert. Das braucht man Stahl und normale Greifarme. Vor allem wieder den ganzen Quadratsch. Jetzt, wo ich alles schon so weit hergestellt habe. Ja, ist ja easy. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Problem habe. Du holst dir Greifarme. Komm mal. Willst du bitte mal in deine alten Stiefel reinschauen, reinschlupfen, meine ich. Warte, ich mache ein bisschen weiter. Stehen auf beide Beine bitte. Und was sagst du? Oh, ist Dreck. Spürst du? Da, ja. Ist er, gell? Da hast du ja auch genug Platz. Oder hast du auch übel anzustoßen? Da habe ich das Gefühl, hinten und vorne zu stoßen. Hier habe ich hinten noch Platz, aber ich stoße hinten und vorne an. Hier hast du noch Platz. Aber ja. Hier stößt du an. Gleich mal noch kurz gucken. Warte, ich mach's ein bisschen weiter noch. Da bist du auch so schwer reingekommen.
Jetzt nochmal probieren. Ah ja, jetzt fühlt sich das für dich platt. Dann mache ich mal zu. Wie fühlt sich jetzt an? Gemütlich. Gemütlich? Ja. Dann lauf einmal darüber und zurück. Wie fühlt sich's an? Geht. Läuft. Also brauchst du neue Schuhe oder nicht? Nö. Okay. Dann musst du morgen mit nicht. Ich gehe nämlich morgen mit der Katharina Schuhe kaufen. Ja. Hast du dir das gespart? Ja. So, meine Mutter Schuhe anzupassen, aber das kann ich auch wieder funktionieren. Ah je. Yeah. Ich würde sagen, damit endet das heutige Video. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!